Traumwetter im Münchner Olympiapark. Die Vorfreude auf die vier Rammstein-Konzerte ist bei den meisten Fans groß. Fast eine Viertelmillion wollen die Band allein in München sehen. Doch kaum ein Konzert hat im Vorfeld für solch eine Debatte gesorgt. Rammstein-Frontmann Till Lindemann steht massiv in der Kritik. Rund um frühere Konzerte soll es zu Machtmissbrauch gegenüber weiblichen Fans und mutmaßlichen sexuellen Übergriffen gekommen sein. Vor Konzertbeginn am Mittwochabend Proteste gegen Rammstein, gegen Till Lindemann und vor allem gegen Gewalt an Frauen. Rammstein ist für mich gestorben, auf jeden Fall. Die meisten Fans wollen sich vorerst kein Urteil erlauben. Für sie zählt nur die Musik. Derzeitiges Aussage gegen Aussage nach meinem Wissensstand und deswegen freue ich mich darauf. Man war nicht dabei, man kennt ihn nicht persönlich. Aber ich glaube nicht, dass Till Lindemann irgendwas mit K.O.-Tropfen oder Vergewaltigungen zu tun hat. Für die kommenden Konzerte versuchen allerdings doch einige, ihre Tickets im Internet zu verkaufen, teils unter Normalpreis. Die Stimmung bei den rund 60.000 Fans im Olympiastadion ausgelassen mit Laola-Wellen, Pyrotechnik und Standing Ovations. Wir durften allerdings nicht rein. Die Fans stehen zu ihrer Band und reagieren mitunter hitzig auf die Vorwürfe gegen ihren Frontmann. Nicht frauenfeindlich, der ist super, super gut. Ja, der hat jetzt gesagt, der hat gesungen. Der hat gesungen. Und super. Geil war's, supi. Gab es irgendwie zu den Vorwürfen irgendwas? Nein. Stimmung war gut? Ja, perfekt. Alles super. Super, die Show einmalig. Gesagt hat aber nichts, gell, zu den Vorwürfen irgendwie? Nee, da sagen Nein. wir aber auch nichts. Nee. Auch auf der Bühne von Rammstein kein Wort zu den Vorwürfen. Die Gruppe hat allerdings nach eigenen Angaben eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Der Fall Rammstein erzählt viel über Fantum, Starkultur und Machtmissbrauch, aber auch von einer neuen Kultur des Hinsehens, die auch an Rammstein nicht vorübergeht.